Also können wir gleich mal damit anfangen. Das ist was ganz Kleines, kennt eigentlich jeder. Gänseblümchen, ja? Habt ihr die schon mal gegessen? Ja? Also tatsächlich kann man Gänseblümchen essen. Margeriten, die sind ja ähnlich, kann man genauso eigentlich verwenden. Man kann die Blätter essen. Man kann auch die Blüten essen. Das ist ganz hübsch, wenn man das dann als Dekoration über einen Salat drüber macht oder über was anderes. Geht auch bei Bratkartoffeln. Und manche sammeln auch die Knospen, wenn sie noch geschlossen sind, und legen die dann ein, so in Essigwasser. Und das ist dann, kann man dann, ist so eine Mischung aus Gewürz und Salat. Und Freiwillige vor. Mag jemand ein paar Blümchen mitnehmen oder mal ein Blatt probieren? Also zum Beweis. Ja, schmeckt eigentlich ganz gut, schmeckt ganz würzig. Es hat immer so eine Sache mit dem Abwaschen, weil das könnte hier so eine Hundegassi-Linie sein. Also das ist eigentlich kein guter Platz zum Gleichessen. Deswegen mache ich das jetzt auch nicht mehr. Beispiel, da ist was Hohes. Das ist eine ganz andere Blütenform. Was eigentlich auch, also was ganz interessant ist, dass man sich auch mal mit den Formen der Blüten beschäftigt, weil man da Pflanzen ganz gut unterscheiden kann und auch unterscheiden kann, ob die essbar sind oder nicht. Also das da fällt mir jetzt zum Beispiel auf hier, diese Blüte. Kennt das jemand von euch? Schon mal gesehen, ja? Also hat auch ziemlich, reiß mal eine ab. Die ist jetzt leicht rosa angehaucht. Die ist häufig auch weiß. Gibt es auch so bis zu tiefrosa. Da gibt es verschiedene Unterarten und hat ganz besondere Blätter. Früher haben sie gesagt, das sind die Augenbrauen der Venus. Also Venus war eine mythologisch ganz besonders schöne Frau, ja, und weil das halt so eine ganz eigenartige Blattform hat. Und das ist eine Schafgarbe. Ich gebe es einfach mal weiter. Aber kann man auch essen, schmeckt ganz gut. Also ist ein bisschen bitterlich. Genau. Kann man zum Beispiel auch, was ganz witzig ist, man kann auch aus Pflanzenblättern Chips machen. Also wenn man die quasi in eine Panade tut, also mit Mehl, Ei, Mehl, Öl und es dann kurz in Fett erhitzt und deckt, dann kann man die danach wie Chips essen. Das geht mit den Blättern auch ganz gut, aber eigentlich auch mit allen, die ein bisschen dicker sind. Und dann ist noch eine Pflanze da, die mir aufgefallen ist, die muss man auch fast schon ansprechen. Und zwar ist es das da. Kennt jemand die Pflanze hier? Was ist denn das? Was fällt euch auf an den Blättern von der? Lass ein bisschen näher schauen. Das sind die Blätter. Die sind irgendwie komisch, gell? Also anders als andere. Die sind so sternförmig um den Stängel drumherum. Und da gibt es eine ganze Gruppe von Pflanzen, die das haben. Da gibt es zum Beispiel den Waldmeister, der ist ein bisschen kleiner. Und das da ist das Wiesenlabkraut. Kann man auch essen, kann man komplett alles essen. Die Stängel sind ein bisschen zäh, weil die schon älter sind. Da muss man eher die jüngeren Pflanzenteile nehmen. Das macht man eigentlich meistens, dass man die jüngeren nimmt, weil die halt meistens zarter sind. Man kann auch die Blüten nehmen. Und es schmeckt eigentlich ziemlich gut. Das kann man wirklich wie Salat essen, das kann man roh essen. Man kann aber auch eine Art Spinat draus machen. Und der Name Labkraut, das wollte ich noch sagen, das kommt vom Käsemachen von früher. Kennt ihr das Lab? Wisst ihr, was das ist? Schon mal gehört? Genau, also die Kühe, die haben vier Mägen und in dem einen, da ist eine Substanz drin, die Sachen gerinnen lässt. Ja? Also das ist ein Bitterstoff und da kann man dann aus der Milch sozusagen, gibt man das dazu. Und dann wird das, dann klumpt das zusammen, wird fest. Und wenn man das nicht hat, kann man das genauso mit der Pflanze machen. Und kennt jemand die Pflanze von euch? Also wir sind neben der Straße, neben einem Weg. Und da kommt auch der Name von der Pflanze her, weil es ganz typisch ist, weil die ziemlich unempfindlich ist. Also die hält es auch aus, wenn man mal draufsteigt. Und deswegen heißt der Wegerich. Und da gibt es eben verschiedene Sorten. Und weil die Blätter relativ spitz sind, heißt der Spitzwegerich. Ja, gibt bei uns noch eigentlich zwei andere Sorten, den Breitwegerich, der hat richtig große, runde, ovale Blätter, habe ich vorhin auch schon gesehen, vielleicht findet man noch einen, und den mittleren Wegerich.
Und das sind die Blütenknospen. Da fängt schon eine an zu blühen. Und die Pflanze kann man komplett essen. Also die Blätter schmecken ziemlich gut. Schmecken auch ziemlich gut, wenn man das im Obstsalat dazu macht. Also kann man roh essen. Gibt es ganz viel dazu zu sagen. Kann man auch einen Spinat draus machen, kann man auch ein Pesto draus machen. Man kann die Samen dann, wenn die später reif sind, die schmecken ein bisschen wie Nuss. Also die sind schon, die gehen relativ leicht runter, sind so kleine Kugeln. Die kann man auch gut essen, die kann man aber auch trocknen und sammeln und dann übers Müsli drüber tun. Die schmecken wirklich ziemlich gut. Und gerade bei Veganern, muss man nicht sein, aber manche sind es, ist auch okay, ist es sehr beliebt, weil der ja, sehr inhaltsreich ist. Also es schmeckt wirklich ziemlich, ziemlich lecker. Genau. Gibt aber relativ viele Kleesorten. Das ist ein Rotklee. Sind aber eigentlich alle ungiftig. Im Prinzip kann man alle essen. Also ein Klassiker ist eigentlich, was viele vielleicht im Kindergarten sogar schon mal gemacht haben, dass man mal die Blüten abreißt und dann hinten so ansaugt. Das ist dann, naja, das habe ich jetzt falsch gemacht. Sollte aber dann süß sein, ja, weil dann der Nektar rauskommt. Es gibt Steinkleearten, Hopfenklee. Auf jeden Fall ist es wieder einfach mal zum Vergleich. Auch ein Klee könnte man genauso Triebspitzen jetzt wieder sammeln. Kann man dann auch mal von mir aus ein paar als Deko übers Essen drüber streuen. Also von, auch wenn man Nudeln oder sowas kocht hat, das schaut überhaupt nicht. Ja, das schaut dann einfach ganz lustig aus. Schmeckt dann meistens auch besser, wenn das Essen schön ausschaut. Also da kann man immer mal ein bisschen Ausschau halten. Also Klee erkennen ja die meisten also regelmäßig an den drei Blättern. Ja. Muss man natürlich dazu sagen, dass es relativ viele Pflanzen gibt, die ähnlich ausschauen. Also die ähnliche gelbe Blüten haben und die auch so gezackte Blätter haben, sind aber in der Regel alle ungiftig. Ja. Trotzdem muss man ein bisschen schauen. Also das hier ist ein klassischer Löwenzahn. Man erkennt es auch an dem Milchsaft der unten. Also gibt es auch bei anderen, aber kommt der Milchsaft raus. Der verfärbt natürlich die Hände braun. Also wenn man da, habt ihr, weiß nicht, wie Kaninchen oder sowas habt ihr schon mal gesammelt hat für Futter, muss man halt ein bisschen aufpassen, sonst hat man so Flecken. Darf man auch nicht aufs Gewand kriegen. Aber der schmeckt eigentlich ganz gut. Kann man tatsächlich auch roh essen, muss man halt dann ein bisschen klein schneiden. Ja. Die großen, älteren Blätter werden auch ein bisschen faserig. Das ist dann ganz sinnvoll, wenn man die ein bisschen rausmacht oder vielleicht kleinere Blätter nimmt. Man kann aber auch, haben wir jetzt nicht da, die Blüten sammeln. Kann man dann, wie die Frau Wolf das schon erklärt hat, in der Pfanne vielleicht ein bisschen in Öl schwenken. Schmeckt ganz gut. Und man kann da auch einen Löwenzahn-Sirup draus machen, wenn man das mit Wasser, mit Zuckerwasser ansetzt. Und man kann auch die Knospen sammeln wieder und kann man auch wieder ein... Entschuldigung, ich habe den Klee noch im Hals. Ich glaube, das ist besser. Muss man vielleicht doch besser kochen. Und dann kann man auch so Gemüse, so ein Antipasti, im Antipasti-Stil kann man dann draus machen. Schmeckt aber gar nicht so schlecht. Klassisch ist auch noch ein Löwenzahn-Tee. Da muss man dann aber ein bisschen aufpassen, weil man da relativ oft auf die Toilette muss. Also da gibt es einen französischen Namen dafür, für einen Löwenzahn. Sinngemäß, dass man das lieber nicht auf Nacht trinkt, weil sonst ist das nicht so gut. Das muss man auf Nacht dauernd aufs Klo gehen oder Schlimmeres. Ja, also, dass es eine Kamille ist, da sind wir uns schon mal einig. Ob es jetzt eine echte Kamille ist oder eine Hundskamille, können wir mal daran überprüfen, zunächst mal dran riechen. Also die sind ja auch erst im Aufblühen. Also auffallend ist eigentlich bei der echten Kamille, dass eben diese weißen Blütenblätter so ganz stark nach unten hängen. Das ist ja da eigentlich schon mal der Fall. Und dieses Blütenkörbchen, das Gelbe, das wird dann relativ dick und wölbt sich relativ stark hoch. Wobei die eben erst im Aufblühen sind. Also ich hätte es jetzt schon mal als echte Kamille identifiziert. Die Blätter geben es eigentlich auch her. Riecht auch, aber die fangen eben erst an. Also man kann eigentlich, was ganz wichtig ist, wenn man eine Pflanze bestimmen will, man kann das nie nur anhand der Blüte machen oder anhand der Blätter, sondern man muss eigentlich immer alle Sachen zusammenbringen. Und dann kann man nur sicher sagen, was das für eine Pflanze ist. Und dann kommt es oft dazu, dass man sogar noch wissen muss, ist das ein trockener Standort oder ein nasser Standort. Weil da gibt es dann auch Doppelgänger von Pflanzen. Meistens ist es egal, manchmal ist es nicht egal, aber meistens ist es egal, also was Giftigkeit anbelangt.
Also ist es eine echte Kamille. Ja. Was es genau für eine ist, weiß ich jetzt nicht. Also gibt es auch relativ viele. Ich schätze mal, dass es eine Ackerkratzdistel ist. Die kriegt da so eine lila Blüte. In der Regel kann man alle Disteln, die bei uns wachsen, essen. Das Problem sind halt häufig so die Stacheln außen dran. Und wenn man das nämlich so macht, dass man die, besser andersrum, dass man die Dornen so abschneidet, also die Hauptdornen und da auch, das machen wir ganz weg, dann kann man das nämlich dann schon meistens essen. Also Distelblätter sind aber auch eher was, was man eher zum Gemüse macht, als dass man es roh isst. Kann man machen. Sind meistens ein bisschen bitter. Das heißt, es ist gut, wenn man es irgendwo dazwischen mischt, was nicht so bitter ist. Aber so zu Bratkartoffeln passt es eigentlich schon ganz gut. Also kann man auch ruhig mal ausprobieren. Mit den blauen und lila Blüten. Schon mal gesehen. Hat ganz interessante Blätter. Also hat überhaupt eine interessante Wuchsform. Hat so einen relativ dicken Stängel. Hat so beflaumte Blätter. Also es fällt eigentlich auf, müsst ihr euch fast mal aus der Nähe ein bisschen anschauen. Hat eine ganz auffällige Wurzel, aber hauptsächlich die Blüten sind auffällig. Also es ist Beinwell. Man kann den auch essen, es ist relativ saftig. Es ist eigentlich eine Pflanze, die mehr, ist vielleicht eher so, wenn man im Sommer unterwegs ist und einen ganz groben Durst hat und es gibt nirgends Wasser. Ja, und dann kann man vielleicht mal da reinbeißen. Also schmecken tut es, glaube ich, jetzt nicht so gut. Sehr Heilpflanze. Aber es ist immer auffällig und schöne Pflanze. Und weil es jetzt so wächst, habe ich gedacht, sprechen wir es mal an. Was da hinten blüht, kennt eigentlich auch wahrscheinlich jeder, oder? So die weißen, gelblichen Blüten. Kennt ihr? Aha. Also Holunder, Holla, ist eigentlich auch Heilpflanze. Also kennt man ja den Holunderblütentee, also Fieber, Erkältungstee und die Beeren. Der Saft aus den Beeren ist gut, aber rot darf man es eben nicht in größerer Menge essen, sonst kriegt man Verdauungsprobleme. Und die Blätter an sich, da die nicht essen, da wird einem schlecht. Ja. Ansonsten, das ist auch eine besondere Pflanze, ist auch eine Heilpflanze, nennt sich Mädesüß. Wahrscheinlich der Name, weil, weil man es in den Met getan hat. Kriegt weiße, weiße Blüten. Und ist, da ist auch der gleiche Wirkstoff drin, der jetzt dann als Aspirin verwendet wird. Also ist ein Schmerzmittel sozusagen, so eine alte Heilpflanze, also ganz bekannte. Und die Blätter schmecken gut, muss ich natürlich sagen. Ja, die haben auch, also kannst du auch mal, wer will, kann ruhig mal reinbeißen. Eins ist relativ auffallend, die steht halt immer da, wo es feucht ist. Also so eine klassische Feuchtpflanze, deswegen steht sie im Graben drin. Und die Blätter, die haben einen eigenartigen Geschmack. Ja, so ein bisschen zwischen Linde und Hopfen, wenn schon jemand mal ein Hopfenblatt gegessen hat, aber wahrscheinlich auch noch nicht. Schmeckt gut. Das ist auf alle Fälle der große Wiesenknopf. Es gibt auch einen kleinen Wiesenknopf, dann Bibernell. Ja, kann man notfalls essen, ist aber eigentlich ganz interessant, weil da sich auch bestimmte Schmetterlinge von ernähren. Gibt es den Wiesenknopf-Ameisenbläuling, wird es wahrscheinlich noch nicht gehört haben. Die sind aber ganz interessant, weil die quasi auf den Blüten von dem Wiesenknopf warten. Die Schmetterlinge, die legen da ihre Eier drauf und die lassen sich dann von den Ameisen in den Ameisenbau tragen und lassen sich dann da im Ameisenbau von den Ameisen füttern, bis sie schlupfreif sind und dann krabbeln sie ans Licht und fliegen als Falter wieder davon. Das, und die brauchen quasi diesen Wiesenknopf, sonst funktioniert das nicht.